Guten Tag und willkommen zu dieser Folge von Let's Play Fallout. Sicherlich fragt ihr euch, warum ich so lange weg war. Darüber rede ich dann im Minecraft-Video, welches am nächsten Triple Thursday erscheint. Ich glaube, ich nehme es gerade Freitag auf, dann lade ich das auf Samstag hoch. Dann ist es nur einen Tag verspätet. Ich lade immer über die Nacht hoch, deshalb kommt es am Samstag, obwohl ich es schon am Freitag aufnehme. Oho. So Leute, ich weiß gar nicht, wo wir sind. Ach, hier sind wir noch. Die Questreihe habe ich beendet. Ja, sorry Leute, dass ich alles ohne euch mache. Scheiße. Ich zocke sehr viele Fallout in letzter Zeit. Ihr seht es, ich bin Level 32. Aber halt alles ohne aufzunehmen. Und ich habe so viele geile Geschichten erlebt. Aber ich muss auch ehrlich sagen, das ist schöner, dass ich nicht alles aufnehme. Weil ich kann so viel spielen. Das Spiel ist einfach zu umfangreich, als dass ich alles in einem Let's Play vereinen könnte. Und es ist ja auch kein kurzes Spiel und es wird noch genügend Gelegenheit für euch geben, mir zuzuschauen. Okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine von den Quests. Letztes Mal waren wir bei dieser Quest für die stählerne, eiserne Bruderschaft. Und dann werden wir einfach da jetzt weitermachen. Wundert euch nicht, dass meine Waffen so geil sind. Ich habe sie nämlich gar nicht getunt. Ich habe ein bisschen sortiert, meine Waffen, die schon fast maximal getunt sind, sind jetzt nach Buchstaben ABC einsortiert und mit noch angehängt, welches Upgrade noch dazu kommen soll. So, jetzt können wir mal anfangen hier. Der Ladebildschirm geht mir gerade ein bisschen zu lang. Ist ja lame, Alter. Okay. So, nice. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu schrecklich für euch. So, jetzt kann ich euch mal kurz zeigen, wovon ich gerade gesprochen habe. Hier Waffen A, Kyro-Knarre, die ist maximal getuned. Hier muss ich noch einiges tunen. Impro-Gewehr ist maximal, Schrotflinte maximal und Sniper ist auch maximal, bis aufs Magazin. Und so ist es halt gemacht. A steht für normale Waffen. B steht für Nahkampfwaffen. Und C steht für Heavy-Waffen, wie zum Beispiel den Burner, den Jets. Hä? Der Leuchtende ist einfach da drüben auf der Insel, hat er gar keine Hobbys, Alter. Ja. Oh, wir haben 750 Schuss, wir werden heute den ganzen Tag damit spielen. Get wrecked. Hey, lol, wer greift mich jetzt an? Ach. Wilde Alpha-Mischling, ja nice. Weg mit dir. Keine Chance gegen mein verspraytes Impro-Gewehr. Ja, hier kam, habe ich einmal den richtigen Winkel. Ja, geht's ab hier. Das ist gut, dass die uns angegriffen haben, dann habe ich ein paar Köderkeulen. Ihr seht, ich kann richtig oft schießen, bis es wegverzieht. Ich habe nämlich einen Stoßdämpfer hinten angebracht mit diesem wundervollen Gewehr. So. Ich hoffe, mein Ton ist noch ganz gut zusammen. Der Leuchtende da drüben bringt mir eigentlich gar nichts. Ah ja, jetzt kommt er. Jetzt lasse ich ihn herrennen, damit ich ihn auch looten kann. Ja, wie will der jetzt hier hoch? Da drüben muss er jetzt hoch, glaube ich. Ja, hopp, Leuchtender. Was schießt du? Super Kate. Da habe ich eine Power-Rüstung angezogen. Das ist so, da kann ich ja jetzt bei der Schnellreise drüber reden, über ihre Life-Story. Moment, wir müssen jetzt erstmal auf Daten gehen. Boah, 5 Minuten zu Ende und ich habe noch gar nichts geleistet. Nice. Töte Supermutanten. Untersuche das Trainingsgelände der Nationalgarde. Okay, das war's scheinbar. Ja, dann machen wir das jetzt. Ihr seht, die Map ist mal wieder ein bisschen größer geworden, ein bisschen mehr erkundet hier. Ist ziemlich gut. Freue ich mich. So, County Crossing, da haben wir scheinbar schon was entdeckt. Ich glaube, das ist diese eine Farm. Also Leute, ich glaube, es ist nicht so schlimm, dass ich außerhalb der Aufnahmen spiele. Weil schließlich verbessert sich ja dadurch mein Skill, meine Waffen sind viel besser. Als wenn ich dauernd nur aufnehmen würde. Und ich habe natürlich auch mehr Bezug zu Fallout, wenn ich die ganze Zeit offline spiele und das Aufnehmen zu etwas special wird. So, jetzt wollte ich eigentlich über Katie reden.
Okay. Nein, hier war ich scheinbar noch nicht. Das kenne ich jetzt noch nicht, das Ding. So, jetzt müssen wir erstmal unser Fleisch hier machen. Das finde ich richtig schön an Fallout, diese ganzen Crafting-Stationen. Das Crafting-System und dieses Braten und Kochen, das macht richtig Spaß. Du lässt mich jetzt in Ruhe. Nein. Nein, ich bin nur auf der Durchreise. Das ist schade. Ich hatte gehofft, du wärst hier, um uns zu helfen. Ja, renn weg, Alter. Ich hab keinen Bock, dir zu helfen. Als ob ich jetzt die nächste Storyline beginne. So weit kommt's noch. Okay, Leute. Da stand Untersuche, weil untersucht haben wir das Ding doch schon. Nein. Okay, das ist was anderes. Dann F5. Über Katie rede ich jetzt noch innerhalb der Aufnahme. Ich hoffe, ich schaff's noch. Okay, hier ist auf jeden Fall ein alter Worthy. Okay, feindliches MK. Irgendwas verfolgt uns. Du weißt, wie man ein Mädchen verwöhnt. Ich weiß, wie man ein Mädchen verwöhnt. Oh, Scheiße, jetzt kommen die Raider. Die Ghule. Die Ghule greifen einen nämlich immer an, wenn man die an der Dreck-Storyline von der dubbigen Bruderschaft des Todes arbeitet. Kronkorb, nice. So, jetzt gehe ich erstmal ins. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Boah, wie schlecht war das gerade. Hier liegt keine Mine auf dem Boden. Nein, so, Tür zu. Psycho und Red X. Folge dem Notsignal. Oh! Bin ich verletzt am Fuß? Ja. Und ich krieg kein Signal dafür. Richtig geil. Hä? Eigentlich müsste jetzt rechts oben so ein Symbol sein, dass mein Fuß verstaucht ist. Aber das haben die Fallout-Macher scheinbar gerade nicht nötig. So. Jetzt humpel ich hier rum. Ach so, nein, ich habe einfach aus Versehen auf die Taste hier. Hä? Hä? Hä, lol. Was ist denn jetzt los? Ich glaube, da gibt's gleich eine Eskalation. Schleichen, laufen. Caps Lock. Immer laufen. LCRL. Hä? Eigentlich habe ich jetzt gerade schon öfters die entsprechende Taste gedrückt. Das ist natürlich jetzt das Highlight der Folge, Leute. Nice. Scheißdreck. Hä? Ja, ich folge ja schon dem Notsignal. Was sagt mir das dabei, Notsignal? Achso, ich muss es jetzt erstmal auswählen. Notsignal. Also von dort kommt's. Da drüben steht auch was. Ah ja, die Notsignalstärke. Ach, ich trage zu viel. Ich dachte schon. Hey, aber was habe ich jetzt? Oh. Nice. Hab mal wieder nicht dran gedacht, dass ich hier mein Equipment so raushauen muss. Dann werfe ich schnell ein Hilfs... Ach, ich esse einfach was. Ich trinke zwei von denen und zack, schon kann ich wieder laufen. Hä? Das wiegt doch beides 0,5. Wollt ihr mich hier verarschen? Jetzt reicht mir aber. Ah ja. Jetzt können wir auch umschalten. Ja, okay, gut. Bei mir läuft's mal wieder. Okay, hier ist der Verwach... Bewach-Roboter. Da wählen wir jetzt die Mine aus. Weil der steht bestimmt da. Damit sie mich jetzt hier richtig pranken können. Mine. Splittermine. So. Dass sie mich hier pranken können. Und ganz. Gefahrenanalyse. Gelb. Bereich. Möglicherweise. Kompromittiert. Beginnenkontrolle. Zielerfassungsstatus. Rot. Bereichskontrolle. Fortgesetzt. Ich muss die Dosis verringern. Okay. Alarm. Feind noch immer auf. So, wenn er jetzt raus. Nichtkämpfer sollten. Danke, Kate.
Ach, halt doch die Fresse, ich hab die Schnauze voll von dem Scheißdreck hier. Wohin soll ich laufen? 30 Meter noch. Okay, Leute, ich bin mal wieder ein bisschen verplant hier. Der wird uns jetzt gleich angreifen, der dubbige Roboter. Und die Kate will ja nicht, dass ich hier was gegen den tue. Also, ist gerade selbst schuld, meiner Meinung nach, ne? So, jetzt müssen wir erstmal das Geschütze ausschalten. Endlich geht's mal zur Sache. Alles okay. Hat es gedacht, das kann mich pranken. So weit kommst du. Oh, endlich wird mal geschossen. So, wer greift uns jetzt an? Wenn ich fragen darf. Wenn ich asken darf. Wie auf Ask FM. Yeah. Kommt Harry mal wieder auf höchstem Stand. Also gut. Macht das richtig Spaß. Okay, was für eine Scheiße. Der Streune. Genau, Alex. So ein Scheiß. Nochmal zwei aufgerollt oder was auch immer. Hab dich, du Bastard. Die ist ein bisschen rauer drauf, die Kate. Sie hat ihre Eltern getötet. Ihre Eltern, die haben sie halt nur erzogen, um an Sklavenhändler weiter zu verkaufen. Das haben wir jetzt gut ausgewichen. So. Sollte öfters Q drücken. Also ihre Eltern haben sie nur aufgezogen, um sie an Sklavenhändler weiter zu verkaufen. Und dann hat sie den Sklavenhändlern immer Geld geklaut, bis sie sich freikaufen konnte von den Sklavenhändlern. Und dann hat sie sich entschieden. Ja, hä? Ich glaube, wir müssen einen anderen Weg rein finden. Dann hat sie sich halt entschieden, sich mit dem geklauten Geld freizukaufen von den Sklavenhändlern und hat ihre Eltern erschossen aus Hass. Sie bereut es aber und ist sich da unsicher, ob das so die richtige Entscheidung war, weil es waren ja ihre Eltern. Bliblablub gedöns. Und auf jeden Fall ist sie nicht sehr stolz auf sich und es fühlt sich bei uns sehr wohl. Sie war so eine Kämpferin in so einem Fight Club, der dann eines Tages von Raidern überrollt wurde. Also, als wir sie gefunden haben. Sie wurde da nicht gezwungen zu Hause. So, Abwechslung! So geht es natürlich auch. Das ist jetzt schon die dritte, auf die wir reinfallen. Bei uns läuft's halt einfach, Leute. Okay, also in diesem Fight Club, da hat sie halt gearbeitet und es lief ganz gut, es hat auch Spaß gemacht, sie kämpft gerne. Aber eines Tages sind dann halt Raider gekommen und haben den Fight Club übernommen. Und dann wurde sie halt von denen gezwungen, für sie zu kämpfen, zur Unterhaltung. Und das fand sie natürlich nicht so gut und dann sind wir gekommen und haben sie befreit. Ja, genau, da fällt er mir genau vor die Füße. Das würde ja immer besser. Und ich habe ihr jetzt eine Power-Rüstung gegeben, weil ich immer so einen Tanky-Begleiter habe gerne. Dass auf den alle einhacken und nicht, und möglichst nicht auf mich. Wie in diesem Fall hier, weil ich nicht so viele so robust bin. Oh. So. Ich spray mal wieder und treffe keinen Schuss. Das kennt man ja auch nicht anders von mir. Dann bist du auch so ein Trottel. Was ist das? Des Problemlösers. Reduziert den durch Roboter verursachten Schaden um 15%. Kommt mir vor, als hätte ich den Laufpass gekriegt. Oh ja, du kriegst immer einen Laufpass. Hey! Hm? Wir haben schon ein bisschen mit ihr geflirtet, obwohl wir selbst eine Frau sind. Finde ich sehr gut, dass da so lesbische Beziehungen auch akzeptiert werden. Wir haben auch eine Sängerin getroffen, mit der habe ich geflirtet. Ich habe ja einen hohen Charisma-Wert und dann sind wir auf einen Spaziergang gegangen und dann sage ich halt, lass uns auf einen Spaziergang gehen. Und am nächsten Tag, und dann wird es schwarz und dann liegen wir einfach im Hotelzimmer und das ist alles. Ja, nice. So gönnt man sich die Affären, Leute. Nice. Das wird schon wieder angegriffen. Ich muss ehrlich sagen, Fallout ist ein schwieriges Spiel ohne den Bats-Modus. Wenn ich Dauer-Q drücke, dann habe ich es richtig einfach in dem Spiel. Und oft braucht man das halt auch einfach, weil man sich nicht so gut orientieren kann. So. Das Ding jetzt wird kann er ich nicht hacken. Gehackt. Kann ich nicht hacken. Willst du nicht, du alte Schlampe?
Stimpak. Aha, ich habe jetzt einen Stimpak Hotkey, ganz professionell. Zack. Muss ich gar nicht ins Menü reingehen. Stimpaks, ich habe ein bisschen den Doktor-Skill geskillt. Jetzt heilen mich Stimpaks voll. Und das ist sehr gut. Das unterstützt mich auch sehr. So. 75% ist es gerade. Wir laufen jetzt einfach hier rum und erkunden die Räume. Und dann finden wir schon früher oder später Passwort. Nice. Ja, toll. Naja, okay, irgendwo werden wir es schon gebrauchen, dieses Passwort, an irgendeinem Terminal, welches sich hier vor uns versteckt. Ja, so. Patronen. Unsere Waffen sind jetzt ziemlich gut. Ich habe ein paar Skills zum Kämpfen mir geholt. Und jetzt ist das Kämpfen wesentlich einfacher. Jetzt weiß ich halt dennoch nicht, wo ich gerade hin muss, ne? Was ich auch sehr geil finde. Oh, ein Zelt. Die bekomme ich so nicht auf. 89%. Ich glaube, es gibt noch ein Stockwerk über den Stockwerken hier. Aber die Treppe, die endet hier, oder? Oder geht es da? Nein. Hier war es hoch, oder? Hau mal raus, wie viele Prozent wir gerade haben. 63, okay, das war nicht das richtige Eck. Auf der anderen Seite wahrscheinlich. Oh, hier. 87, ja, ja, das ist ein entsprechender Wert. Jetzt müssen wir wahrscheinlich hier rein, ja. Nice. Holoband. Holomarke, wiegt die was? Nein, sehr gut. Laserpistole und Bruderschaftssachen brauchen wir jetzt nicht. Notrufsender. Ja, geil! Jetzt trage ich schon wieder zu viel, Leute. Ich habe jetzt 300 Gewicht Platz. Hier, 200. Hä? Warum nur 239? Hä? Ja, hier, 320. Ach so, das sind die TP. Oh Gott, bin ich dumm. 320 haben wir jetzt und jetzt haben wir wieder eins zu viel. Also hau ich 205er Items raus. Zum Beispiel die beiden hier. Das brauche ich jetzt gerade eigentlich gar nicht. Scheiß, Leute. Dann gebe ich mir jetzt denen ihre Aufzeichnung. Jakobs. Oh, wir sind schon bei 17 Minuten, Leute. Das ist natürlich krass. Okay, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge kommen dann die krassen Aufzeichnungen. Das war jetzt eher so eine Laberfolge. Am Triple Thursday würde ich euch empfehlen, ausnahmsweise auch die Fallout-Zuschauer, sich mal Minecraft anzuschauen, denn da wird Geschichte geschrieben und da geht es auch ein bisschen um die Kanalsituation, warum jetzt keine Videos kamen, werde ich vielleicht drüber sprechen. Ja, das wär's dann für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bis zum nächsten Triple Thursday oder Fallout Friday. Bis dahin. Ciao.